Viel Spaß beim Video, Leute. Denkt auf jeden Fall auch an meinen Kommentar bitte und an meinen Daumen oben. Ganz kurze Zeit für euch, viel Support für mich. Das bringt das Video nach oben. Würde mich freuen. Auch ein 50-Euro-Gutschein in diesem Video wieder random an irgendjemanden. Irgendeinen Kommentar suche ich mir raus und pinne ich an, beziehungsweise eventuell auch das Top-Kommentar. Meine Lieben! Und schön, dass ihr am Start seid. Moin, Charo. Ich meine, immer wenn du das machst, denke ich bin mit Kevin Wolter unterwegs. Nein, der macht viel, Leute. Meine Lieben! Alles klar. Genau, danke, dass du am Start bist heute. Ja. Wir werden heute was richtig Geiles machen. Wir werden zusammen Fasten brechen. Ich habe heute nichts gefressen, Leute. Das werde ich demnächst noch machen und das dokumentieren. Charo hat mich erst auf die Idee gebracht. Aber ich dachte mir, ja, einen Tag jetzt mal nichts essen und jetzt Fasten brechen. Und das machen wir nicht irgendwo. Das machen wir hier. Hier gibt es ein ganz besonderes Festival. In Dortmund, das Ramazan-Festi. Und dieses Festival eignet sich optimal dazu. Also in deinen Worten kurz, so ein bisschen klein Istanbul-Style, ne? Wirklich, alles, was du bisher so in Istanbul gesehen hast, wenn die Leute, sag ich mal, die ganzen Food-YouTuber in Istanbul waren und die ganzen Leckereien gegessen haben, all diese Köstlichkeiten finden wir auch da drin. Okay, und denkst du, ich werde der einzige Alman sein? Okay. Es gibt wenige. Wenige. Okay, aber wir und ich hoffe nach dem Video, dass das mehr sind. Ja, ich hoffe das auch, weil ich kann euch jetzt schon sagen, was ich danach sagen werde. Ihr müsst alle dahin. Ob Alman, ob nicht Alman, es wird mit Sicherheit so. Achmed, ich will noch eine Sache demonstrieren. Man kannst du einmal was halten. Ich jetzt machen? Ja, vorhin Charo so angefasst, halt. Der ist so hart, ich schwör's euch, Mann. Oh, Holle, hör jetzt auf. Ja, ich sag's euch, ihr müsst ihn mal anfassen. Wenn ihr ihn seht, nächstes Mal fasst ihn an direkt. Ja. Bitte nicht, Leute. Ey, wir haben da drinnen wirklich Tantuni, Kokoritsch, Horizontaldulder, Lukuma, alles was du willst. Alles, was dein Herz begehrt. Also glaubst du, die Leute drehen durch nach dem Video? Ich safe. Okay. Während des Videos. Ihr kriegt jetzt die Live-Reaction, wenn ich das zum ersten Mal sehe. Jetzt kommen wir gehen los, Charo. Komm mir vor, als hätte ich zwei Bodyguards, weißt du? Den und den. Achla Abo Holle ist am Start. Puh, jetzt wird Geschmack rufatzen. Ganz kurz Werbung unterbrechen nochmal für den Sponsor der heutigen Folge, Rhino Shield, absoluter Partner meines Vertrauens, was Handyhüllen und Equipment angeht. Kriegt ihr wirklich alles, was ich später auch erst da gecheckt habe. Deshalb habe ich jetzt auch quasi, muss ich eingestehen, mir erstmal nur so eine Standardhülle geholt und sowas, sag ich mal, das ist ja schon specialmäßiger, habe ich mir bestellt. Ihr könnt da wirklich zu 100% eine Handyhülle anfertigen, konzipieren von A bis Z, die nur ihr habt. Und diese Ausmaß, das habe ich später erst gecheckt, geht mal auf die Seite, habe ich in der Videobeschreibung, guckt, was ihr alles für Möglichkeiten habt bei Rhino Shield, ist krass. Guckt da mal rauf und jetzt geht's weiter im Video. Also, wir sind am Start, Leute. Das habe ich auch nicht gedacht. Es ist hier auch Markt und alles, ne? Nimmt die Frau mit. Hier gibt es geile Outfits. Wenn du so sagen müsstest, am Tag deutsches Publikum. Ja. Wie viel ist hier so Durchlauf am Tag, wenn du es in Prozent sagen müsstest, von 100% hier? Also es sind viele Leute aus vielen Nationen hier. Mhm. Also viele verschiedene Staatsangehörigkeiten, aber meistens Türken. Aber wir kriegen das hin, Charo. Wir bringen die Deutschen hier und das Volk. Ja. Wenn ich jetzt nicht hier auf Video drehen wäre, hier kannst du alles shoppen. Sogar Töpfe kannst du hier. Assalamu alaikum. Sogar kann ich, ist auch richtig, wenn ich sage, Assalamu alaikum, ne? Ja, ich bin, hört sich doof an für mich, aber ich möchte hier auch nichts Falsches sagen, so, und dann denkt jemand, was, der Dulli, ich will einfach nur hier gute Vibes, so, wisst ihr? Bazaar-Style. Da kriegt man was erlebt. Das ist richtig, sag ich mal, ein Erlebnis auch. Das kommt mir vor wie Travemünder Wochen, vom weiten Blick. So, ne? Da ist eine Woche Fresstour, lange Meile, wisst ihr? Kann man auch das Gehirn vom Lamm snacken? Ja, kann man gleich fragen. Ich glaube, nee, Kopf war nicht dran. Letztes Mal hat Charo mir Gehirn gezeigt. Anderes Feeling, ne? Aber da muss ich mich nicht rantasten. Seitdem du hier noch Schafshoden gegessen hast, das sagt man, da kommt das ist Ding, wirklich so ordentlich Bart gekommen. Ja, also ich sag mal so, ich wollte auch mal ein ganzer Mann sein einfach. Ne? Du könntest auch als Harun durchgehen, anstatt als Holle. Harolle. In diesem Moment, was du gerne essen willst, wo du richtig Bock drauf hast, was wäre das? Ich würde heute gerne Tantuni oder Kackkebab, oder Schackkebab, den Horizontaldöner essen. Da gibt es wirklich so viele Essbuden, du kannst dich nicht alles durchessen. Du musst jeden Tag hier hinkommen. Dann gehen wir einfach mal los. Auf jeden Fall den Horizontal-Kebab. Den will ich hundertprozentig. Ja, Mann, der ist wild. Und dann gucken wir, was wir gleich nehmen. Ich habe ja seit gestern Abend nichts mehr gegessen. Ich habe so Hunger. Ich habe jetzt noch Angst, dass ich jetzt was esse und direkt Feierabend, wisst ihr? Magen direkt zumacht. Phänomenlicho, Burda! Das Feeling hier so, ne? Wenn die Leute schreien, das ist so wie auf dem Fischmarkt, nur auf Türkisch. Normalerweise kostet das 10 Euro, aber heute kostet es. Heute umsonst für eine Vorführung, ne? Wir wollen ein bisschen das deutsche Publikum hier hinziehen, so. Wisst ihr, auf YouTube machen ein Video. Warum nicht? Alle Deutsche auch kommen hier. Was geht?
Auf meinen Nacken kommt. Das Ding ist, wir wollen erstmal was Special-mäßiges, weißt du? Das ist anders Special. Ja, aber Tantuni und so haben wir alles doch schon immer in vielen Videos. Moin, grüß dich. Moin. Also man hat echt einen Stand aneinandergereiht, immer an der Köstlichkeiten. Wir sind jetzt aber erstmal auf der Suche nach was, was man jetzt nicht alle Tage isst. Das sieht mir schon aus wie ein Kandidat, aber wir warten noch ab. Döners ist auch am Start. Und hier werden wir als erstes zuschlagen. Macht euch gefasst. Abu Sharo! Ich habe schon was gefunden. Ey, Lamm. Ja. Ich hab dir gesagt, das ist sehr, sehr knusprig. Das sieht geil aus. Darf ich dich kurz was fragen? Ja, bitte. Darf ich dich auch im Video drin haben? Natürlich, wenn ehrlich? Ich berühmt werde. Ja, du wirst berühmt. Sag mir deinen Instagram-Namen. Über Nacht 100.000 Follower. Das ist ja Lamm. Genau. Wie isst man das? Kriegt man das so als Fleisch auf dem Teller? Oder, genau, auf dem Teller mit Reis, Salat, ja. Fladenbrot, also ja. Komplett Menü und wird auch frisch geschnitten. Okay, dann nehmen wir 2 Portionen gerne. Alles zwei klar, Portionen, mach ich sofort. Ja. Dankeschön, dankeschön. Das ist gerade schon seit über 4 Stunden. Seit über 4 Stunden? Über 4 Stunden. Okay, das braucht so lange, damit es richtig durchgeht? Genau, oder? Richtig durchgeht. Das sieht man schon an dem Fleisch. Bei uns Deutschen gibt es ja Spanferkel. Genau. Das wäre so, auf dem deutschen Markt wird man das sehen. Das ist was, das wird mich wahrscheinlich wegflashen jetzt, ne? Denke ich mal schon, ja. So Leute, schönes Lamm, knusprig, kross, wie ihr es gesehen habt. Ein ehrliches Tier ist das gewesen, Ahmed. Ehrliches Tier. Ja. Spaß beiseite, ihr habt dieses Krosse außen gesehen, das abgemacht wurde, wie beim Hähnchen, knusprig, kross, und das soll sehr saftig jetzt noch sein. Butterzart, ich schwöre es euch. Sag ich nicht nur so, dann wäre ich jetzt um die Ecke gegangen, hätte was anderes gesagt. Hammer im Geschmack, durchdringend, richtig intensiv. Hier kommt die Kruste jetzt, Leute, guckt euch die Kruste an. Wie Samba Oleg würde ich das nennen. Boah, mega. Aber selbst gemacht alles. Tzatziki selbst gemacht? Ja. Scharf leider nicht. Leider nicht, aber schmeckt trotzdem gut. Butterzart, einfach lecker. Der Kollege hat das eben so angeworben, ne? Butterzart. Butterzart. Richtig intensiv und auch nicht dieses eklig Stallige, was viele immer kennen, diesen Stallgeschmack, sondern einfach intensiv lecker. Also glaubt mir, wenn ihr hier seid, erste Station, muss dieses Lamm sein vom Drehspieß. Hammer. Der Fisch ist auch brutal. Der Fisch hier? Ja, ja, bei Captain Istanbul. Boah, der sieht aus. Geil, Mann. Du stehst mit Körper und Seele zu diesem Produkt. Ja, du verkörperst das richtig. Richtig, ich verkörper das richtig. Ja, also ich würde sagen, du bist das Produkt. Sieht verlockend aus. Ja, das soll nicht nur verlockend sein, das soll auch schmecken. Soll auch schmecken, ne? Genau. Oh. Ja, komm, einen nehme ich kurz. Einen nehmen wir zum Snacken. Ist das Filetfleisch? Ja. Ohne Gräten? Okay, geil. Ist da was besonders dran zubereitet? Gewürz, hausgemacht. Türkisch-Style, ne? Ganz besonders. Ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt, fühle ich mich hier. Und jetzt auch mal Wheel-Talk-Basis, ne? Immer viel Spaß und so. Ist natürlich auch Sinn der Sache. Ich feiere das, euch diese Kultur auch so zu vermitteln. Wie hier gegessen wird, dieses Fastenbrechen generell. Da steckt natürlich viel hinter. Da ist viel, wie soll ich sagen, ich glaube einfach nur noch Scheiße. Da muss ich nochmal, jetzt war ich abgelenkt. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. So, schau, ich möchte dich nochmal dafür holen, weil ich weiß gar nicht, vielleicht auch ein bisschen vermessen, wenn ich das so selber sage. Ne? Da steckt ja viel hinter so ein Iftar. Das ist ja nicht so wie, für mich ist das ein Wort, das ich höre. Ich habe eben versucht, wollte ich anfangen, das zu erklären, aber kann ich nicht. Aber sag mal, was steckt für dich dahinter so? Auf jeden Fall kommst du auf jeden Fall mit der Familie gemeinsam. Das bedeutet auch, das Essen gemeinsam zubereiten. Mhm. Heute haben wir jetzt kein Essen zubereitet, aber du siehst ja viele Familien hier, die kommen mit der Familie hier hin. Jeder holt sich was zu essen. Und die genießen den Abend gemeinsam. Ich sag mal so, wie Heiligabend oder Ostersonntag, Ostermontag. Das ist genau dasselbe, nur halb 30 Tage lang am Stück. Religion, Zusammenhalt, Familie, Zeit verbringen. Schöne Zeit. Genau, so ist es. Okay, ich habe hier noch ein Fischbrötchen geholt. Schau, da werde ich mal eben einmal noch reinsnacken. Ich gebe mal einmal Achmed. Unbedingt. Also eine Sache, die ich immer beim Fisch sage. Oft kommt danach noch was Negatives, aber das sage ich oft. Schmeckt wie direkt am Meer, Mann. Ihr seid direkt am Meer schon wieder. Ich bin direkt am Meer. So saftig. Guckt euch das mal an. Also das Brot ist, sag ich mal, ein bisschen zu lappig. Schwer.
Ein bisschen zu schwer. Ja, aber das Filet so saftig. Also mich würde nicht wundern, wenn das hier noch runter tropft. Richtig geil, sag ich mir ehrlich. Hier ist der Horizontaldöner und dem, da werde ich mir heute auf jeden Fall ein Sandwich geben. Ich war, wie gesagt, ja dreimal hier. Ja. Und ich bin leider nicht so weit gekommen. Das war das gleiche wie bei dir eben. Ja. Du hast ja nicht mal die Geduld gehabt, gerade zu warten, was ich auch überhaupt nicht übel nehme. Ja. Immerhin Respekt, dass du es bis 8 Uhr geschafft hast und direkt beim ersten Köftestand schon schwach wurdest. Aber den werde ich mir gleich auf jeden Fall gönnen. Man muss dazu auch sagen, Leute, nur für euch, ich habe das verplant. Ich dachte, es geht jetzt los. Das war immer missverständlich. Ich habe den schon bestellt. Wir haben 2 Teller da gehabt. Charo hat dann gesagt, dann ist jetzt, sonst wird das weggeschmissen. Fang an und ich stoße gleich dazu. Nicht, dass ich denke, ich mache hier 31er-Move. Ist auch gleich, nein, nein, ist kein 31er-Move. Klar, ich habe es auch nicht richtig gepeilt. Aber jetzt, wenn wir gleich hier den Surum Shash Kebab, wenn wir uns vielleicht fetzen, ja, quer auf den Spieß gegrillt. Boah, das wird was. Darf ich dich fragen, was ist das hier genau? Lamminnereien umwickelt mit Lammdarm. Okay. Du hast das hier auf jeden Fall auch essen, Rolle. Lamminnereien umwickelt mit Lammdarm. Genau, ist so das beliebteste türkische Streetfood im Grunde. Boah, ich glaube, ich würde das mal probieren. Hausgemacht, ne? Hausgemacht, ja. Das ist die Produktion ist in Deutschland. Mhm. Das ist die einzige Firma, die das in Deutschland produzieren darf. Da muss man auch sagen, die Auflagen sind da sehr, sehr streng. Genau. Und da muss man, da weiß man auf jeden Fall, dass das Hygienekonzept explizit ist. Da finde ich schön für euch, auch mal präsentieren zu können, wo, sage ich mal, 90% der Leute weggehen, wenn sie hören Innereien. Und jetzt von mir das Feedback, wie schmeckt das? Ich verstehe auch nicht, dass die Leute weggehen. Früher Oma und Opa hat das auch alles gegessen. Heute sind die verwöhnt. Die wollen Chicken Nuggets in Dino-Form haben, weißt du? Ja. Das ist sogar nahrhafter als normales Fleisch, wie ich mir sagen lassen habe. Ne? Ein Sandwich für Rolle, bitte. Charo, nochmal die Frage eben an mich, ob ich mich wohlfühle. Ich sage euch alle sehr freundlich, sehr nett. Coole Atmosphäre einfach. Geil, Mann, ich danke dir. Danke, danke. Du hast das richtige Brot genommen, mein Bruder. Boah, das riecht richtig kräuterlastig. Fluffig, würzig vor allem auch noch. Schön knusprig. Ich würde nicht wissen, dass es in der Reihe sind. Würde ich nicht wissen. Würzung mega heftig von dem. Ich hätte mir aber ein leichteres Brot gewünscht. Oder eine Soße rein. Weil das Brot macht ein bisschen zu trocken. Aber trotzdem lecker, ne? Keine Frage. War mega Füllung. Ja. Richtig, das war, ein ehrlicher Magen. Ja, das war ein ehrlicher Magen. Vom ehrlichen Tier. Danke, ne? Jungs, salam alaikum. Ja, ich danke dir, dass du mich hierher gebracht hast, Mann. Beste Entscheidung. Ich sehr gut. Habibi, das freut mich. Und ihr merkt, es wird immer voller. Aber Charo sagt, die anderen Tage war noch viel, viel mehr los. Musst du dem hier noch sagen? Richtig knusprig. Du beißt immer wieder auf so harte Stücken. Ihr kennt diesen Geschmack. Alles, was richtig fein angerüstet ist, gibt natürlich Power. Mega. Also so viel Geschmack, wie da drin ist, krass. So, wir haben hier sozusagen die erste deutsche Familie. Oma und Opa. Das ist mir natürlich aufgefallen. Also hier sind auch mehrere Deutsche. Ne? Aber so die ersten, die ich jetzt zu fassen kriege, gefällt ihnen so das Drumherum, so dieses Feeling, sage ich mal, vom Fest. Also wenn ich nicht diese positive Vorstellung gehabt hätte, wäre ich gar nicht hingegangen. Nee, ne? Also hat sich bestätigt. Hat sich bestätigt, ne? Also es ist eine Sache, kann man schön mit Familie vorbeigehen, fühlt man sich willkommen und gutes Essen auch, ne? Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Wir gucken gerade, wo die kleinste Schlange ist. Die Taktik von meinem Vati, der hat das auch immer. Da, wo am meisten Leute drin sitzen, da ist er reingegangen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Danke schön. Tschüss. Weiten sehe ich schon den legendären Achla Abu Sonny. Abu Sonny. Wie geht's, Bruder? Alles gut? Ja, läuft. Ich hab schon in der Reihen wieder gesnackt. Geil, Mann. Ja, wir werden jetzt hier diesen Querspieß, wenn wir uns mal reinschieben. Den Jack, hier, den habe ich auch noch nicht getestet, aber der sieht saftig aus. Jetzt geht gerade der Ersan. Ja. Und jetzt darf man essen. Jetzt darf man essen, ne? Oh, jetzt kommt Charo an den Start und jetzt werden wir snacken. Bei Ersan darf man nicht reden. Darf man nicht? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Christian, sag mal eben, wie wird das jetzt hier nochmal ausgesprochen, weil ich das jedes Mal vergesse? Also ich bin ja auch kein Sprachspezialist, aber ich glaube, das nennt man Jack-Kebab. Okay, Jack-Kebab, Spieß, länglich gegrillt. Und das sieht mir ja auch aus wie ein selbstgemachter Spieß, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, Charo hat das schon am Start. Hi, ich würde auch ein Jack-Kebab nehmen. Auf Brot, gerne, so wie Döner. Ich hab's gar nicht geschafft, Charo rechtzeitig zu erwischen. Du hast hier schon gefühlt halb aufgegessen. Wie ist jetzt das Feeling so zum Fastenbrechen? Einfach genial. Ja, ne? Magen klein jetzt, ne? Geht nicht so viel rein. Genau. Deswegen auch bedacht essen, kleine Mahlzeiten und dann immer Step für Step. Mhm. Und ich habe auch hier den Bruder Eamon, der arbeitet ja hier. Grüß dich, Eamon. Wir machen brüderlichen Iftar-Brechen. Achso, du brichst jetzt auch Iftar, ne? Ja, genau. Ja, das habe ich nicht ganz gepeilt, Mann. Der Döner ist brutal, ohne viel reden, beiß einfach rein. Ja. Im Vergleich zum Döner würdest du sagen, es schmeckt einfach wie Döner oder ist anders? Ja.
ist ja ein ganz anderes Fleisch. Dicker auch vor allem, ne? Mhm. Und hier haben die auch noch diesen Sambal Oleg wieder drauf. Passt mega. Würde ich auch mir beim Döner mal wünschen, zum Beispiel. Also vom Feeling von meiner Seite im Vergleich zum Döner. Ich habe erstmal viel dickeres Fleisch, viel bissfester und so richtig lammlastig. Wer Lamm nicht mag, ist komplett an der falschen Adresse. Klar, der geht ja auch nicht essen, aber wie ich finde, geil. Schmeckt mir sehr gut. Schafsfleisch, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ja, das Schaf. Schafsfleisch ist das. Mhm. Das heißt, es ist schon älter. Wann zählt das dann nicht mehr als Lamm? Weißt du, was jemand? Sollen die Leute in die Kommentare rein? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber es schmeckt richtig intensiv. Und mir gefällt das. Ich muss sagen, gerade zum Schluss, ne, wo der Salat weg ist und nur noch das Fleisch kommt, sehr intensiv. Also da unten ist es für mich, für mein Empfinden sogar schon zu intensiv. Aber der eine mag es, der andere mag es nicht. Aber so ein Kombi mit Salat und Soße perfekt. Aber nur Fleisch, boah, das knallt schon ordentlich rein. Jetzt wollen wir Manti snacken. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nur einmal oder zweimal? Ich höre nur irgendwelche Begriffe. Ich höre es geil. Ahmed sagt, das ist das, was geil schmeckt hier. Was so geil riecht. Jetzt werden wir uns das reinsnacken. Was sollst du sagen? Sag doch jetzt uns mal überhaupt, was ist denn das hier jetzt, was wir jetzt essen werden? Also für jemanden, der sich in der türkischen Küche gar nicht auskennt, würde ich sagen, das sind Mini-Tortellini in einer, einer Joghurt-Knoblauch-Tomatensoße. Ah, das habe ich im türkischen Hotel, als ich meine Haare machen lassen habe, habe ich das gegessen, aber das war viel größer. Manchmal sind die größer, manchmal kleiner. Es trifft halt heiß auf kühl, ne, mit dieser Tomatensoße. Geile Kombi einfach. Ich habe einfach nur eine Lache mal so. Einfach eine ehrliche Runde. Ohne viel reden. Ich muss sagen, bei mir, Leute, obwohl ich lange nichts gegessen habe, es geht trotzdem gut rein, aber wir haben immer viele Schritte. Von einem Laden zum nächsten. Caro, wie ist bei dir so vom Füllegefühl? Wird kritisch gerade. Ja, bei mir wird es jetzt auch kritisch. Jetzt sind die so weit. Bei Nachtisch geht noch gleich. Ja, ich muss schon. Merkt euch diesen Namen, Leute. Özbogacici, ne? Wir nehmen Bestellung für Iftar auf. Jeden Tag frisch, alles handgefertigt. Mit ganz viel Liebe auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, Spieße bestellt, zu mir nach Hause, der kam 3 Stunden später. Ahmed fängt mich jetzt quasi nochmal vom Adana abzubeißen, weil er sagt, ist zu heftig. Echt krank. Das ist halt so ein gemischter Salat, da ist Zubak auf jeden Fall mit drin. Klassisch Zwiebeln, Tomaten, Petersilie, ich glaube Tzatziki und scharf. Ganz wilder Ananas. Von der Würze wird hier komplett überwältigt. Schön sanft durch Tzatziki, dieses Saure von Zubak, dazu Schärfe, die reingeschossen kommt, mega. Caro überredet mich gerade Lokma zu testen. Was ist Christian. Entschuldigung. Abo Soni, was ist ein Lokma? Ich würde das beschreiben als kleine frittierte Teigbällchen. Mhm. Die werden dann getoppt mit verschiedenen Früchten, mit Schokolade, mit verschiedenen Soßen. Geil. Und das ist einfach pervers. Wir werden das direkt mal fetzen. Wer das schmeckt nicht interessant. Ey, das schmeckt safe. Ich verspreche es euch allen. Geil. So, Leute, es wird langsam kälter. Ich habe mich hier mal ein bisschen eingepackt. Wir werden jetzt Lokma fetzen. Was das ist, zeigt euch jetzt Ahmed auf den Kameraaufnahmen. Ich wollte zum ersten Mal Lokma probieren. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Mein Kollege Tristan sagt Teigtaschen. Teigbällchen. Teigbällchen. Okay, und dann kommt da aber noch was anderes drauf, ne? Die werden in Zuckersirup reingeworfen. Ah. Die saugen sich dann voll. Und okay, wenn man dann reinbeißt, ja, dann platzt die Wurst. Boah. Dann wollte ich nochmal eins heben, wenn ich will. Ja, komm, dann machen wir so. Heftige Kruste. Ich kenne das auf jeden Fall mit Toppings, so mit Früchten und sowas. Deswegen, ich habe das noch nie blanco gegessen. Wie die Dame sagt, das platzt im Mund und halt eine sehr krosse, zugleich herzhafte Note von diesem Teig halt, ne? Ganz anderes Feeling, als ich gedacht hätte, durch dieses Platzen und innen noch dieses Zuckerwasser. Also so ein, zwei, perfekt, schmeckt geil, aber so eine ganze Schale wäre halt zu viel. Ich hätte gern ein Künefe, ein klassisches Künefe. Und der Kollege hat gesagt, ich mache ein bisschen Show auf. Darf ich noch mal fragen, für die, die es nicht wissen, was ist Künefe überhaupt? Das ist eine warme Süßspeise aus Hattal. Also da ist ja auch Käse, ist auch drin, ne? Okay, Käse, Zuckerwasser, Pistazien. Okay, geil, Mann. Das Feeling von hier hinten sage ich euch 5-mal anders als von vorne. Guckt euch mal die Lichter draußen an. Also. Ui, das erinnert mich an ganz andere Zeiten. Okay. Machen wir einmal auch noch mal ein Foto. Okay, dann lass uns hier mal beide einmal reinsnacken. Gerne, gerne. So, Ahmed, erstmal für den guten Ahmed. Kriegen wir jetzt hier reingedroppt bei dir. Oh. Nimmst du mal bitte die Schale, die ist doch fruchtreich.
Habe ich auch noch nie gehabt, Künefe mit schöner Obstbeilage. Sau gut, sag ich euch. Schön knusprig, süß, die Früchte dazu. Das habe ich, wie gesagt, zum ersten Mal. Oh, und das Eis noch dazu, ne? Das ist tatsächlich Joghurt. Joghurt? Da ist ja wirklich Käse da drin, ne? Mhm. Aber du kannst dir noch Eis drauf machen lassen. Das steht direkt am Eisstand. Kann man extra, ne? Das machen viele. Kann ich hier Eis drauf machen? Eis gehört dazu. Was ist an diesem Eis das Besondere? Das Eis ist wie Kalgummi, ne? Milcheis ist und alles naturell. Da ist kein Farbstoff drin, kein Wasser drin, alles naturell. Ausgemacht. Ehrlich? Ja. Das einzige Eis, das mit Messer und Gabel gegessen wird. Türkisches Eis ist seit 150 Jahren ein traditioneller Geschmack, sehr erfrischend. Geil, wie ein Kaugummi, ist wirklich so. Ich muss doch die Kombi einmal hier mit dem Künefe einmal probieren. Und wenn man davon zu viel ist, ist es auch gefährlich, ne? Ja, wieso? Dann rennst du ohne Schuhe bis nach Hause. Der wohnt in Hamburg. Ach, wohnst in Hamburg? Mhm. Ja, dann läufst du ohne Schuhe bis nach Hamburg. Okay, das muss ich aber noch verstehen, ganz genau. Typische Viagra ist. Jetzt hast du nicht verstanden. Ehrlich? Ja. Dann muss ich meine Frau anrufen. Wir sollen auch im Moment wach bleiben. Ja. Nochmal von mir. Das Eis richtig milchig. Ich weiß nicht, ob das euch geht, auch so wie mir. Geht mal im Supermarkt vorbei, ist so eine Milchwelle. So, da denkt man, oh, kriegt man gleich Bock. Milch, auch wenn ich keine trinke oder nur ganz selten, habe ich immer richtig Bock. Das ist wirklich so, als würdest du einen Schluck Milch in fester Form nehmen. Natürlich noch gesüßt. Für mich die Erdbeeren mega. Mit dem Eis und dem Künefe. Diese Dreier-Kombi, Traum. Ciao, ich glaube, wir beenden das Video. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Mega. Auch einen Eindruck von der Kultur. Also mega. Danke ich dir auch für die Eindrücke, so dieses Mal mitzuerleben. Auch wenn ich es versaut habe, Anfang, sorry Leute. Ich hoffe, das kommt, stößt bei niemandem böse auf als Disrespect. Ich habe es einmal nicht gepeilt. Quatsch, alles so. Gut. Ja. Alles gut, habe ich. Das hat nichts mit Disrespect zu tun. Du sollst damit schon einen großen Respekt, einfach indem du hier hinkommst. Entschuldigung, das gibt's gar nicht. Danke, Mann. Auf jeden Fall, lasst ein Abo dabei, Holle. Bester Mann. Bei Charo lasst ihr bitte ein Abo da, ja? Rudi, danke dir, Mann. Ja, danke dir. Bis dann. Ne? Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. So.